Wieso hören wir dann, so wie es die Influencer behaupten, nichts von den deutschen Medien? Also erstmal. Bin ich gespannt. Ich hoffe, jetzt kommt Jonas mit den ganzen Artikeln um die Ecke. Ganz simpel vorab, das hat mich wirklich 5 Sekunden Recherche gekostet. Es gibt deutsche Berichterstattung zu diesem. Ich sag es doch, genau so ist es. Wir kommen jetzt zu dem Thema, zu dem ich jetzt schon bombardiert wurde, noch und nöcher. Mittlerweile hat das Bombardement abgenommen, weil ich glaube, die Leute wieder beim nächsten Thema schon wieder sind. Aber ich wurde 1000 Mal gefragt. Alicia, kannst du was zum Willow-Projekt machen? Ich kann ganz kurz dazu sagen, was ich auch schon zuletzt mal in einem Stream gesagt habe, ich reiße es nochmal kurz an. Ich habe im Vergleich zu den ganzen TikTokern, die sich da irgendwie alle so ein 30-Sekunden-Video aus dem Hintern gezogen haben, erstmal abgewartet, weil ich finde, dass so ein Video natürlich intensiver Recherche benötigt. Also so ein Video sollte man gut recherchieren, weil es halt nicht nur einfach irgendwie so ein Projekt ist, was da jetzt einfach mal hingemacht wurde und einfach nur da ist, sondern es ist halt auch geopolitisch super verstrickt alles, warum die USA jetzt irgendwie ihr eigenes Öl fördern will und bla bla bla. Und ich habe eigentlich für mich gemerkt, mir persönlich ist das zu komplex und gehofft, dass so ein Mr. Wissen to go oder so dazu ein Video macht. Vielleicht kommt auch noch eins von ihm. Bis jetzt ist das aber nicht passiert. Und deswegen ist Jonas unser Mann. Unser Mann für das Willow-Projekt. Und wir gucken jetzt einfach mal, was er dazu sagt. Ich hoffe, er hat auch so ein bisschen die geopolitischen Sachen mit einbezogen und kann eben ganz genau darauf eingehen, dass es halt auch, da hätte ich mich erstmal komplett reinfinden müssen, wie genau da jetzt Öl gefördert wird, ob das so viel anders ist wie woanders, wie viele Tonnen da gefördert werden, was das genau für die Umwelt bedeutet. Meiner Meinung nach ein sehr komplexes Thema und deswegen hoffe ich, dass er das jetzt ganz gut bespricht. Wir gucken einfach mal. Mein Name ist Jonas Ems und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ist das okay? Und ich weiß, es tut mir sehr leid, ich bin fast schon zu spät dran mit diesem Video, denn am 13. März genehmigte der US-amerikanische Präsident Joe Biden das Willow Project. Und von dem hat bestimmt der ein oder andere schon gehört. Ganz knapp zusammengefasst, das ist ein Erdölförderprojekt, was in Alaska, also in der Arktis, umgesetzt werden soll. Ja, und in den sozialen Medien gab es einen gigantischen Aufschrei. Dazu will ich auch noch sagen, weil er es jetzt gesagt hat, am 13.3. wurde das sozusagen schon erlassen. Das kommt ja auch nochmal hinzu, dass ich mir persönlich auch gedacht habe, so, yo Leute, also ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt noch was dran ändern können. Das war jetzt noch ein Faktor, wo ich gedacht habe, macht das jetzt noch Sinn, wenn ich dazu ein Video mache? Erstens kenne ich mich nicht aus mit dem Thema. Zweitens ist es super, super komplex geopolitisch und drittens kann man da überhaupt irgendwas ändern? Das war so mein Gedankengang. Eine ganze Menge Content-Creator haben Videos wie diese hier gemacht. Ich bin von der gesamten Menschheit extrem enttäuscht und angewidert. Liebe deutschen Politiker, liebe deutsche Nachrichtensender, wo zur Hölle seid ihr? Das finde ich zum Beispiel richtig schwierig. Also ich muss sagen, ich habe das auf TikTok verfolgt und ich fand teilweise das Wording von einzelnen Personen schwierig in Bezug auf die Presse. Also wie soll ich sagen? Also es wurde zum Beispiel ganz oft sowas hier in der Art gesagt, so, warum berichtet die Presse nicht darüber? Warum berichtet keiner darüber? Leute, darüber wurde berichtet. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal in die FAZ geguckt habt oder ins Handelsblatt oder was auch immer, darüber wurde berichtet. Es wurde vielleicht nicht in eurer TikTok-Blase darüber berichtet, weil eben Leute wie ich zum Beispiel das Thema vorerst zu komplex finden, um es zu behandeln, aber es wurde darüber berichtet. Und jetzt so zu tun, als ob die bösen, bösen Medien, fast verschwörungsideologisch, so, die berichten darüber nicht, weil wir von den USA abhängig sind und so. Man kann sowas natürlich mal in Frage stellen. Klar, also ich finde auch, man sollte gucken, sind Medien vielleicht irgendwie eher pro eine Seite eingestellt und pro eine andere? Und das kann man kritisch beäugen. Aber man sollte vielleicht, bevor man sowas behauptet, auch mal googeln, ob es denn wirklich so ist, dass Medien nicht berichten. Schattenwurm schreibt es so ein bisschen, es kam nicht im RTL-2-Wochen-Rückblick vor. Ja, genau. Also das fand ich auch ein bisschen komisch, diese Aussagen. Joe Biden hat am Montag die Durchführung des Willow-Projects bestätigt. Und das Beste daran ist, niemand aus Deutschland weiß wirklich, was das überhaupt ist, weil unsere super tollen, unkorrupten Medien und Politiker nur das erzählen, was wir wissen sollen. Wir werden. Also, ich weiß nicht. Die erste Spezies sein, die sich durch Ignoranz und Egoismus selber ausrotten wird.
Das würde ich wiederum dann bestätigen. Das würde ich so zustimmen. Wo zur Hölle seid ihr? Und das waren nicht nur diese Videos. Gefühlt jeder Influencer hat ein Video zu diesem Thema gemacht, hat das Willow-Projekt in Kürze vorgestellt, vor allem aber auch den deutschen Medien Korruption vorgeworfen und die Verheimlichung dieses Themas, weil Deutschland ja verbündet ist mit den USA und Deutschland deswegen nicht kritisch über dieses Projekt berichten dürfte. In diesem Rahmen haben mich wirklich eine ganze Menge Nachrichten erreicht von Leuten, die eben Angst haben, die Panik haben, dass es jetzt vorbei sein könnte mit unserem Planeten, dass das jetzt das Ende ist. Auch das ist doch sowieso schon vorbei mit unserem Planeten, also erzählt mir doch nichts, ohne da jetzt zu pessimistisch zu sein, aber ich weiß, das ist kein Argument für oder gegen irgendwas, aber wollte ich einfach nur gesagt haben. Ist ja interessant, selbst wenn man in Deutschland die Grünen wählt, wird man am Ende davor gestellt, vor das Dilemma, dass weiterhin noch mehr Kohle abgebaggert werden soll. Also da habe ich irgendwie, in die Politik habe ich da mein Vertrauen schon etwas länger verloren. Deswegen drehe ich dieses Video, denn ehrlicherweise hat mich das Ganze ein ganz klein bisschen in die Corona-Zeit zurückversetzt, als diverse Michael Wendlers und Attila Hildmanns unserer Zeit angefangen haben, die echten Wahrheiten zu verbreiten und vor allem in deutschen Medien auch Korruption und eben dieses Lügenpresse an den Kopf geworfen haben. Ja, und immer wenn sowas passiert, bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, weil ich mich frage, ist das wirklich so? Oder werden hier vielleicht gewisse Wahrheiten doch ein bisschen verdreht? Aus diesem Grund und weil ich eben auch... Zum Beispiel Herr Anwalt hat auch relativ früh ein ganz okayes Video dazu gemacht auf TikTok. Habe ich auch gesehen, da habe ich mir auch gedacht, ja, aber solche Sachen gibt es doch auch. Also, weiß nicht. Der Meinung bin, dass es gefährlich ist, wenn Influencer anfangen, selber Journalisten zu spielen und diese Angst und Panik verbreiten, weil das eben auch gefährlich ist, weil das was in Leuten auslöst. Deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich jetzt dieses Video, um das Ganze mal ein wenig kritischer einzuordnen. Ich denke, ihr werdet aus diesem Video das ein oder andere mitnehmen können. Ich werde euch in diesem Video eben vor allem auch sagen, warum die deutschen Medien nicht korrupt sind und warum es ehrlich gesagt ein bisschen irreführend ist, was die ganzen Content Creator in ihren Millionen Views-Videos auf TikTok so sagen. Deswegen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir kommen direkt zu Kapitel. Das finde ich interessant, auch aus Jonas Mund, weil er ist ja jemand, der sozusagen als erstes auch hier schreit, wenn es um den Schutz von Tieren geht und von Spezies und von unserem Planeten. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er sofort das so einordnet, weil er wird mit Sicherheit jetzt gleich noch zu den negativen Aspekten kommen, aber dass er es am Anfang direkt auch mal klarstellt, finde ich gut. Kapitel Nummer 1, die Fakten. Also, das Willow-Projekt oder im Englischen eben auch Willow Project ist ein Projekt des Energiekonzerns ConocoPhillips. Das ist schon das einzige Unternehmen, das schon seit vielen Jahren im Norden Alaskas in einem nationalen Erdölreservat Öl fördert. Bisher gab es dort bereits zwei kleinere Projekte, jetzt soll eben ein drittes, aber noch viel größeres Projekt dort umgesetzt werden, eben dieses Willow Project. Dort soll auf einer Fläche von 93 Millionen Hektar Erdöl gefördert werden. Und Alaska auch faszinierend. Jetzt mal ganz kurz abseits dieses Videos. Alaska auch echt eines, glaube ich, meiner Traumziele auf der Welt, mir das mal anzugucken. Ist schon nice da, diese Weite und dann diese Seen, die es dort gibt und dann Schnee und Bären und so. Finde ich voll spannend, aber ist halt auch eine Weltreise, ne? Ist auch derbe kalt, ja, das stimmt. Zur Einordnung, das ist ungefähr das 2,5-fache von der Fläche von Deutschland. Das ist also tatsächlich eine ganze Menge. Täglich sollen etwa 180.000 Barrel Öl gefördert werden. Am Ende der Zeit des Projekts soll man auf 600 Millionen Barrel kommen. Die Lebenszeit des Projekts beträgt 30 Jahre, also so lange soll gefördert werden. Und das läuft im Grunde so, dass mit riesigen Bohrern gearbeitet wird. Da wird in das Gestein reingebohrt, das eben Erdöl enthält. Und durch den hohen Druck fließt das Erdöl dann zu Beginn durch die Fördersonden eben hoch an die Erdoberfläche. Ja, und da die Ölvorräte offiziell dem Staat gehören, braucht es erst einmal die Zustimmung der Regierung, dass das Unternehmen eben das Projekt umsetzen darf. Und über die letzten Monate lief eben dieses schwierige Entscheidungsverfahren, das eben darüber entscheiden sollte, ob das Willow-Projekt jetzt eben umgesetzt werden darf, weil es eben ein sehr umstrittenes Projekt ist. Und warum das so umstritten ist, das haben uns ja zum Teil auch schon die Influencer und Influencerinnen-Kollegen von mir erzählt, aber das werde ich euch an dieser Stelle auch gerade nochmal vorstellen. Kapitel 2, die Probleme. Fangen wir da an bei den Treibhausgasen. Okay. Angenommen, wir werden das gesamte Erdöl, was dort in den 30 Jahren gefördert wird, tatsächlich auch verbrauchen, durch zum Beispiel Heizen, Autofahren, Fliegen oder für Schiffe, dann werden etwa 263 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Okay, jetzt ist aber natürlich die Frage, die man sich da an der Stelle stellen muss, werden die vielleicht auch freigesetzt, wenn dieses Projekt nicht existiert und das Öl einfach aus anderen Ländern bezogen wird? Wie zum Beispiel, also wenn Saudi-Arabien sozusagen den 35. Ölbohrer an Bord, das war jetzt, also ich weiß nicht genau, wie viele Öl
Stellen, die haben, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Frage ist halt, würde das nicht sowieso freigesetzt, wenn sich die Menschheit nicht ändert? Dann ist aber natürlich auch immer das Problem Korrelation, Kausalität. Wenn wir jetzt aber da zum Beispiel, wir sage ich schon, wie soll ich sagen, wenn USA das jetzt vielleicht nicht genehmigt hätte, würde sich die USA dann früher auf erneuerbare Energien umstellen. Automatisch. Das wäre dann natürlich wieder besser. Ja, deswegen auch schwierig zu bewerten. Natürlich ist das eine unfassbare Menge Treibhausgase. Skandalös und eigentlich auch ein Witz, dass man sich nicht eher committet, auf erneuerbare Energien umzustellen. Die Frage ist aber, würde es nicht diese Treibhausgase auch geben, wenn das Öl dann eben woanders gefördert wird? Sei es in Saudi-Arabien oder in irgendeinem anderen Land der Welt, das Ölvorkommen hat. Das sind also Gase, die ausgestoßen werden, die die Erderwärmung begünstigen. Aber auch bei der Gewinnung von dem Erdöl wird bereits enorm viel CO2 ausgestoßen, und zwar durch das ungewollte Abfackeln von Erdgasen. Also auch das ist ein Problem. Aber es gibt auch ein weiteres Problem, zum Beispiel die Leckagen. Erst im März letzten Jahres kam es an einer anderen Bohrstelle von ConocoPhillips zu einem großen Methangasaustritt. Das hat erstmal zu einer Evakuierung des Personals geführt an dieser Bohrstelle. Aber auch Anwohner aus der Nähe mussten abreisen, weil es eben für die Gesundheit super gefährlich werden würde, wenn man dort bleibt. Wenn man Methan in größeren Mengen einatmet, kann das zum Beispiel zu Asthma führen oder zu anderen Lungenerkrankungen. Solche sogenannten Methanbomben kommen tatsächlich größtenteils aus Erdöl oder der Erdgasförderung. Und auch wenn es nicht zu solchen Leckagen kommt, okay, Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas und es ist extrem klimaschädlich. So, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein Methanteilchen heizt die Erdatmosphäre etwa 32 Mal so stark an wie ein CO2-Teilchen. Methanausstöße tragen etwa zu 25% der Erderwärmung bei. Ach krass, interessant. Methan ist doch auch das, was Kühe auf der Weide unter anderem ausscheiden, oder? Also ein ganz schön großer Anteil und nehmen leider seit 2007 extrem schnell zu. Manche Forscher behaupten sogar, dass diese schnelle Zunahme des Methans die größte Gefahr für das Klima ist. Und solche Gaslecks an Förderstätten sind eben nicht zu unterschätzen und können vorkommen. Da Methan aber nach 10 Jahren von der Atmosphäre wieder abgebaut wird, könnte man den Temperaturanstieg um 0,3 Grad Celsius senken, wenn wir es schaffen, den Methanverbrauch bis 2030 um 45% zu reduzieren. Das ist zum Beispiel so ein nicer Fakt, also wenn das jetzt wirklich so stimmt, sorry, bei mir geht gerade die Rollade runter, dass man halt immer noch so Sachen hat, klar, manche Sachen sind schwierig und es gibt Kipppunkte, wenn die erreicht sind, dann sieht es erstmal richtig schlecht aus für die Zukunft von unserer Spezies auf diesem Planeten. Aber das zum Beispiel, sowas finde ich sehr, sehr mutmachend, wenn man jetzt hört, okay, wenn man das einfach nicht mehr ausstößt, dann baut es sich vielleicht auch selbst teilweise ab. Das wäre sehr schön. Und hier schreibt auch jemand, solange wir, also RWE, Lützerath etc. abbaggern und die Kohle darunter verbrennen, was zur Hölle scheren wir uns um die USA? Whataboutism at its finest. Ist natürlich auch definitiv ein Punkt. Ja, also habe ich auch eben extra schon erwähnt, dass sozusagen die Grünen hier bei uns ja auch dafür sorgen, obwohl sie eigentlich dafür stehen, das nicht zu machen, dass halt weiterhin Kohle verbrannt wird. Und genauso finde ich es interessant, also ich sage jetzt die Grünen, weil die natürlich die Partei sind, die gerade in der Koalition ist, die halt eigentlich die genau gegenteiligen Werte haben. Aber natürlich sind auch die anderen Koalitionsparteien dafür verantwortlich. Und genauso war es ja bei Joe Biden, der galt ja als, sagen wir mal so, der Grünere von beiden Präsidentschaftskandidaten. Und jetzt wundern sich die Leute, oh mein Gott, ah, wow, der ist anscheinend ja doch gar nicht so grün, ja. Ah, you don't say. So, als ob es eine Neuigkeit wäre, dass Politiker ihre Wahlversprechen nicht einhalten. Okay, zurück zum Thema. Was der UN zufolge sogar möglich wäre. Aber nichts da. Stattdessen wird jetzt mit dem Willow-Projekt eine zusätzliche Gefahr für das Klima kreiert. Und es besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass Erdöl ausläuft. 1989 kam es beispielsweise in Alaska schon zum größten Erdölunfall unserer Geschichte. Und es gibt Tiere und ein Teil des Ökosystems, das noch immer darunter leidet. Das bringt mich zum letzten und für mich auch emotionalsten Punkt. Und zwar geht es natürlich auch um die Zerstörung der Lebensräume. Und das ist ja auch das, was man ganz viel in diesen TikTok-Videos immer wieder sieht. Damit Erdöl und Erdgas überhaupt gefördert werden kann, braucht man natürlich eine Infrastruktur. Die besteht aus Straßen, aus Anlagen, aus Pipelines, aus den Bohrstellen, natürlich aus einer ganzen Menge schweren Geräten und Fahrzeugen, die natürlich keinerlei Rücksicht auf die Natur nehmen. Da wird also eine ganze Menge zerstört werden. Selbst wenn es so ist, dass man die Anlage nach 30 Jahren aufgeben würde und sagen würde, okay, jetzt ist Schluss damit, dann könnte sich die davor noch unberührte Natur davon wahrscheinlich nicht mehr erholen. Also wahrscheinlich wird hier an diesen Stellen wirklich ein irreversibler Schaden ausgelöst.
Das ist wirklich so tragisch. Es macht mich einfach alles so depressiv, wenn ich das höre. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, es gab schon immer Probleme auf der Welt und es war schon immer gab es Krisen und heute geht es uns in manchen Hinsichten so gut wie nie zuvor, aber trotzdem macht das einfach nur traurig. Ne, man muss sich natürlich auch mal vorstellen, die Bohrungen, die extremen Geräusche, die dabei entstehen, die plötzliche Anwesenheit von vielen Menschen und den ganzen Geräten und Fahrzeugen. Das löst natürlich ganz viel Stress und eine extreme Belastung in der Tierwelt aus. Das stört bei den ganzen Vögeln das Brut- und Nestverhalten und kann, auch dieser Aspekt ist wichtig zu betrachten, zu psychischen Problemen bei der dort angesiedelten indigenen Bevölkerung sorgen. Dazu ist es so, das könnt ihr euch auf das Bild angucken, dass es extrem helle Anlagen sind. Es gibt extrem viel Licht, man kann das vom Weltraum aus sehen. Das kann natürlich auch in der Tierwelt zu extremer Desorientierung führen. Haben Sie schon mal vom Wort Lichtverschmutzung gehört? Das ist auch ein ganz großes Thema, das in Städten ein Problem ist, weil das eben für Insekten auch ganz, ganz schlimm ist, wenn es so viele Lichtquellen gibt, die vom Mond ablenken, an denen sich die Insekten ja teilweise orientieren. Und ja, ich glaube, das führt auch dann auf irgendeine Art und Weise wieder zu irgendeinem Artensterben. Hat sehr großen Einfluss. Durch die Ölförderung. Bitte den Begriff depressiv nicht so leicht benutzen, außer du meinst es wirklich so. Ja, ich glaube, es soll deutlich, also es ist deutlich, was damit gemeint ist in dem Zusammenhang. Ne? Ist natürlich nicht, dass ich jetzt dadurch wirklich echte Depressionen bekomme, aber dass es ein, wie soll man sagen, depressiv verstimmt im Sinne des lateinischen Wortlautes, also einfach eine negative Stimmung gibt, das meine ich damit. Wird aber nicht nur die Luft belastet, sondern tatsächlich auch eben der Boden und das Grundwasser, weil dort eben giftige Stoffe freigesetzt werden, was natürlich Mensch und Tier auch schadet. Vor allem die Gemeinde Nuiksut, wenn das richtig ausgesprochen ist. Wie wird die Stadt ausgesprochen? Das wird so geschrieben, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Nehmt es mir nicht übel. Aber vor allem die Anwohner, die dort leben, weil das ist die nächstgelegene Gemeinde, die machen sich große Sorgen um ihr Leben durch die zunehmende Modernisierung, machen sich Sorgen um ihre mentale und physische Gesundheit. Auch deswegen ist das sogenannte Bureau of Land Management ganz klar gegen dieses Projekt. Also die Sorgen sind da und ich habe euch jetzt in aller Ausführlichkeit erklärt, wo dort die Gefahr liegt. Nichtsdestotrotz hat Biden dieses Projekt jetzt kürzlich genehmigt, obwohl er bei seinem Wahlversprechen meines Erachtens ja eigentlich Folgendes sagte: No more drilling on federal lands, no more drilling including offshore, no more, no new fracking. No one's gonna build a coal-fired plant again. Das ist so geil und das Geile ist auch, dass wirklich Politiker ja richtig beim Lügen sozusagen erwischt werden. Also es ist, wie oft war es schon in der Geschichte so, dass es auch aufgezeichnet wurde, so wie es jetzt zum Beispiel hier ist. Und es ändert sich irgendwie trotzdem nichts. And we're gonna get rid of the ones we have now. Sehr interessant. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt gerade mal zum nächsten Kapitel kommen. Und zwar Kapitel 3: Gründe für die Genehmigung. Auch wenn sich die meisten Indigenen aus Alaska gegen dieses Projekt geäußert haben, gibt es dennoch Gemeinden, die das Ganze befürworten, weil sie sich von diesem Projekt auch Einnahmen versprechen und deswegen die Infrastruktur in deren Gemeinden verbessern können. Bessere Schulen, Krankenhäuser, Notdienste und Straßen. Der Lebensstandard könnte deswegen erhöht werden. Also ich kann den Aspekt verstehen. Durch den Bau entstehen außerdem 2500 Arbeitsplätze. Aber das sind natürlich gesamtheitlich betrachtet nicht die Ausschlaggebenden Gründe. Wie wäre es einfach, wenn ihr stattdessen 2500 Arbeitsplätze schafft, die vielleicht für was etwas Positiveres da sind? Und wenn es nun zum Beispiel ist, dass man, weiß ich nicht, aufforstet und was auch immer. Ja, ich weiß, es ist nicht lukrativ, wir leben im Kapitalismus, aber ihr wisst, was ich Für meine. die USA das zu machen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es den USA natürlich auch darum geht, unabhängiger vom russischen Öl zu werden. Und es geht natürlich auch ums Geld. Mit dem Projekt sollen etwa 8 bis Da, zum Beispiel unabhängig vom russischen Öl werden. Das ist einer von diesen geopolitischen Dingen, aber ich glaube, es hat auch teilweise was mit Unabhängigkeit vom Nahen Osten zu tun, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, ich bin da nicht so der Experte. 17 Milliarden US-Dollar verdient werden, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, ist eine ganze Menge Geld. Außerdem sagt die Biden-Administration, dass ihnen die Hände gebunden sind, weil es schon jahrelange Verträge mit den Energiekonzernen gibt. Trump hatte damals tatsächlich das Projekt auch schon einmal genehmigt, also die damals durchgeführte Umweltprüfung, die von Trump veranlasst wurde, die hat das Ganze genehmigt. Dann kam es aber dazu, dass ein Bundesrichter diese Umweltuntersuchung auf Mangel festgestellt hat und deswegen diese Genehmigung erstmal wieder aufgehoben wurde. Anwälte behaupten aber, dass wenn Biden tatsächlich die Verträge, die es wohl schon gegeben hat, die quasi die Bohrung erlauben, also das Willow-Projekt erlauben, wenn er die nicht eingehalten hätte, hätte das wohl zu einem Rechtsstreit geführt, der bis zu 5 Milliarden US-Dollar gekostet hätte, was eben super viel gewesen wäre. Und jetzt muss man das mal gegenrechnen. 5 Milliarden Kosten versus 8 bis 17 Milliarden Gewinn. Das ist natürlich eine relativ einfache Rechnung. Tatsächlich ist es aber so, dass wir nicht genau.
Geld regiert die Welt. Ob wissen, welche Verträge der letzte Präsident wirklich unterschrieben hat? Wenn man Biden Glauben schenken mag, dann scheint es wohl wirklich sehr, sehr schwer gewesen sein, aus der Nummer rauszukommen oder für ihn eben nicht möglich. So wirkt es so, als wäre es jetzt vielleicht das einzige mögliche Kompromiss gewesen, was gemacht wurde. Das Projekt wurde tatsächlich auch von 5 Förderstätten, die eigentlich geplant waren, auf 3 reduziert. Kann man da sagen, immerhin etwas? Ich weiß nicht. Ja, hier genau. Leviathan schreibt, glaubt, liegt auch am BRICS-Abkommen, oder? Dass sich die größten Ölproduzenten, also Brasilien, China, Russland, Indien und ich glaube Südafrika, zusammenschließen. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Aber ich meine auch, dass Saudi-Arabien damit was zu tun hat. Aber vielleicht bin ich auch falsch informiert. Aber auf jeden Fall, so wie ich es verstanden habe, geht es eben auch, man kann es einfach, glaube ich, als das bezeichnen, dass man unabhängiger auch sein möchte von gewissen anderen Ländern, die dort auf diesem Planeten existieren. So als ob ich gerade auf einem anderen Planeten sitzen würde. Ach, schön wär's, oder? Schön wär's. Stellt euch vor, man würde so von außen auf die Erde gucken, weil man sich selbst irgendwie mit weil die Raumfahrt einfach so weit ist und man sich selbst irgendwie mit seiner Family und Friends und so auf so einen anderen Planeten abgesetzt hätte und da so eine eigene Kolonie gegründet hätte. Und man würde einfach so von außen das alles beobachten und sich denken, ach, die da auf der Erde, ey, gut, dass wir unseren kleinen Planeten hier haben. Schön wär's. Also ein gewisser Gewinn, wobei die beiden, die reduziert wurden, auch nicht wirklich ausschlaggebend gewesen wären. Klar ist aber auch, dass das Ganze natürlich alles auch einfach nur Geschwafel von der Biden-Administration sein kann und dass es am Ende doch viel um das Geld ging oder um die Unabhängigkeit von Russland. Denn ganz klar ist, am Ende geht es schon in den meisten Fällen immer um Geld. Die USA ist das Land, was am meisten Erdöl fördert und verkauft. Die Wirtschaft ist extrem abhängig davon. Natürlich trotzdem aber ein Riesenfehler, dann im Wahlversprechen zu behaupten, man würde Projekte dieser Art in keiner Form mehr umsetzen und dann macht man es doch. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie das hier in Deutschland aussieht. Wie ist das? Ist das eine Riesenverschwörung der deutschen Medien? Kapitel 4, die deutschen Medien. Wenn das Projekt TikTok zufolge wirklich zu einer gigantischen Umweltkatastrophe führen sollte, wieso hören wir dann, so wie es die Influencer behaupten, nichts von den deutschen Medien? Also erstmal bin ich gespannt. Ich hoffe, jetzt kommt Jonas mit den ganzen Artikeln um die Ecke. Ganz simpel vorab, das hat mich wirklich 5 Sekunden Recherche gekostet. Es gibt deutsche Berichterstattung zu diesem. Ich sag es doch, genau so ist es. Jonas und ich hier so. Thema und im Grunde hat jedes große Medium in Deutschland darüber auch berichtet. Es gibt Berichte von der Tagesschau, es gibt Berichte von NTV, es gibt Berichte vom Spiegel und die berichten im Grunde auch sehr sachlich über genau das, was auch die Influencer in ihren Videos sagen. Also da steht auch, wie viel Öl gefordert werden soll, wie lange das Projekt geht und dass es auch gegen das Wahlversprechen von Joe Biden ist. Also es ist nichts mit großem Verheimlichen. Das Ganze ist aber trotzdem natürlich kein Riesenfall. Man hat es also nicht wie den Ukraine-Russland-Krieg zum Beispiel jeden Tag in seinem Feed gesehen. Man hat darüber jetzt auch nicht viel im Fernsehen gesehen. Deswegen verstehe ich so ein bisschen, woher diese Skepsis kommt von den ganzen Influencern und das Gefühl, dass darüber kaum berichtet wird. Ich verstehe es auch. Aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das halt so eine Sache ist, wie soll man sagen? Also das ist ja nicht sowas wie zum Beispiel jetzt der Ukraine-Krieg, wo es jeden Tag neue Entwicklungen gibt, jeden Tag 50 News, die man dazu bringen könnte. Und es ist natürlich auch noch nicht so nah an uns dran, das ist halt auch so eine Sache. Aber dieses Projekt, dass es jetzt genehmigt wurde, das ist halt so eine Sache. Das wurde halt einmal jetzt politisch genehmigt. Das kann man scheiße finden oder neutral oder gut oder was auch immer. Aber dann berichtet man drüber und dann passiert da ja auch erstmal nichts mehr. Weil, okay, vielleicht gibt es noch Leute, die eine Petition unterschreiben. Okay, herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten ändert sich da ja jetzt erstmal nichts. Und natürlich berichten Medien dann nicht permanent drüber, weil erstens sind die ja meistens hoffentlich nicht so meinungsstark, als dass die jeden Tag ihre Meinung dazu rausposaunen müssten, weil Medien sollten ja eigentlich versuchen, relativ neutral zu bleiben, gerade die großen journalistischen Medien. Und was sollen die dann dazu noch sagen? Die haben da vielleicht 1, 2 Artikel oder 3 oder 4 zu veröffentlicht und dann ist erstmal alles gesagt, bis sich irgendwelche
Änderungen ergeben. Ich versuche euch gerade mal ein bisschen zu erklären, warum das aber so ist. Ein Grund dafür könnte beispielsweise sein, dass die Medien es schaffen, etwas objektiver und nicht so emotional zu berichten. Also wenn die Influencer beispielsweise vorwerfen, die Medien seien so korrupt, muss man natürlich dazu sagen, dass die ganzen Influencer-Videos sehr, sehr emotional gestaltet sind. Da geht es um dieses Thema, eure Kinder werden kein Eisbär mehr sehen und es ist so traurig, was passiert und Bilder werden eingeblendet. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es super, dass ein so breites Bewusstsein für diese Umweltkatastrophen geschaffen wird. Und mir ist zwar klar, dass die Gen Z und auch die Gen Y und so, dass wir alle eigentlich darüber Bescheid wissen, was wir für ein Problem haben und dass eher die älteren Leute mehr checken müssen, was das Problem wirklich ist. Also jede Form dieser Aufmerksamkeit ist gut. Mir geht es trotzdem nur um die Art darüber, wie besprochen wird. Ganz klar ist natürlich, das Willow Project hat auf vor allem lokaler Ebene definitiv negative Auswirkungen. Also nochmal zurück. Ich persönlich glaube, die deutschen Medien sehen diesen Fall etwas sachlicher. Denn natürlich hat dieses Projekt vor allem auf lokaler Ebene negative Folgen. Aber vergleicht man das Willow Projekt jetzt mit dem, was auf der ganzen Welt zum Thema Erdöl passiert, dann ist das Willow Projekt tatsächlich leider nur eines von ganz vielen. Und es ist halt auch immer leicht, ne, so irgendwo den Boomern zu suchen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder bei sich selbst gucken soll, weil das ist auch falsch. Und das wissen wir ja jetzt seit meinem Video zum Thema, ich habe ausgerechnet, wie viele Reiseblogger fliegen, wenn ihr es nachgucken wollt. Da sage ich ja nämlich genau das, dass ja dieser CO2-Fußabdruck einfach auch eine Erfindung der, also nicht Erfindung, aber sehr groß von der Ölindustrie gepusht wurde, um eben die Verantwortung von sich selbst auf den Einzelnen abzuwälzen. Dabei sollte man die Verantwortung auf jeden Fall bei den großen Konzernen suchen. Keine Frage. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nur dieses eine Ding in den USA das große Problem ist, sondern ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Stellen auf der Welt, wo man genauso aufschreien könnte, ne? Ein paar kleine Beispiele. Die Niederlanden genehmigten genauso neue Bohrungen mit Deutschland im Wattenmeer. Unser Landtag ändert ganz genauso seine Meinung und erlaubt jetzt doch Erdgasbohrungen vor Borkum in der Nordsee. Die Grafschaft Bentheim bekommt zwei neue Erdgasbohrstellen. Polen baut eine neue Förderstätte an der Grenze zu Deutschland. Haben darüber die deutschen Medien berichtet? Ja. Haben darüber die TikToker berichtet? Nein. Ja, haben sie, ich habe das für euch eingeblendet. Gab es hier einen riesigen Aufschrei dazu? Nein, gab es nicht, weil sich fast niemand dafür interessiert hat. Hä? Die deutschen TikToker sind so korrupt. Ganz ehrlich, also wenn ich mir die deutschen TikToker angucke, dann wollen die ganz korrupt unser Land untergraben, weil ganz ehrlich, die über solche Sachen berichten die nicht. Spaß. Und wer jetzt argumentiert, ja, aber die meisten dieser Projekte sind... Ich versuche hier ein bisschen Witz reinzubringen, es ist einfach ein Scheißthema, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach alles ansonsten ist doch daran scheiße. Ja, irgendwie auf dem Meer und nicht am Land, so wie das jetzt in den USA der Fall ist. Oder das sind ja alles auch Projekte mit einem viel geringeren Ausmaß. Muss man trotzdem dazu sagen, dass diese Projekte trotzdem das Ökosystem schaden, eben auch genauso dem maritimen Ökosystem durch den Lärm und das Licht. Und es kann trotzdem zu all diesen Risiken kommen, dazu, dass Erdöl freigesetzt wird. Und für die Leute, die es auch nicht wussten, einer unserer, also aus Deutschland kommenden Energiekonzerne, Wintershall, ist der 450 Millionen Euro investiert, damit in Argentinien die Erdöl- und Erdgasförderung, eine Pipeline und der größte Ölexporthafen des Landes gebaut werden soll. Natürlich ist es so, dass alle Medien in irgendeiner Form gewissermaßen beeinflusst sind. Nicht so, wie ihr euch das jetzt vorstellt, aber nie ist etwas einflussfrei. Und natürlich gibt es immer bestimmte Orientierungen von Medium zu Medium. Aber wenn sie versuchen, objektiv zu berichten, dann müssen sie über jedes Erdöl- und Erdgasprojekt gleichermaßen berichten und nicht voreingenommen gegen ein bestimmtes Land schießen, was in diesem Fall die USA wären. Aber da sie jetzt eben über die anderen Erdölprojekte auch nur bedingt viel berichten, warum sollten sie jetzt über das Willow Project plötzlich so riesige Berichterstattung starten? Ich muss auch sagen, ganz kurzer Einschub, auch wenn Jonas hier gerade mitten im Satz ist, das habe ich in letzter Zeit auf TikTok beobachtet. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin ja nun eine Person, ich bin relativ, glaube ich, frei von dem Thema Verschwörungen. Ne? Also auch wenn ich natürlich sage, es gab in der Geschichte der Menschheit Verschwörungen, die ja sogar sich dann später als wahr herausgestellt haben, also kleinere Lügen und so weiter von Politikern und so ein Stuff, aber grundsätzlich, ne, diese typischen Verschwörungstheorien und wir nennen einfach mal als Beispiel so die flache Erde und so, da bin ich recht skeptisch, sagen wir es mal so. Und trotzdem bekomme ich in letzter Zeit, und das beobachte ich vermehrt so seit 1-2 Monaten, sehr, sehr viel Verschwörungskontent auf TikTok. Und damit meine ich alles, also Verschwörungen von
ja, die geopolitisch sind, Verschwörungen in Richtung Pharmaindustrie und sie wollen uns alle klein halten und Krebs ist eigentlich schon längst besiegt, aber es wird uns nicht gesagt. Und so was bekomme ich ganz oft in meine For You-Page reingespült. Und wie gesagt, obwohl ich das, also ich gucke mir das dann natürlich aus Interesse an, vielleicht wird es auch deswegen immer wieder reingespült. Ich gucke es mir natürlich komplett an, weil ich das persönlich einfach interessant finde, aber ich glaube es natürlich nicht. Aber ich frage mich, ob TikTok da in nächster Zeit vielleicht gegen vorgeht stärker oder ob sich das vielleicht noch ob das vielleicht noch extremer wird. Es wird, glaube ich, sehr spannend, das in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten, wie die Szene dort eskaliert, weil ich habe nämlich das Gefühl, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dass TikTok genau das Problem hat, was YouTube schon länger versucht zu beheben, nämlich, dass es einen auf eine Art und Weise radikalisiert. Also wisst ihr, was ich meine? Früher war es bei YouTube so plakativ gesagt so, sorry, ich muss mich nochmal groß machen, früher war es bei YouTube plakativ gesagt so, wenn du, sagen wir mal, du hast ein Video zu XY geguckt und dann hast du ein Video geguckt, da war dann XYZ und dann war das nächste noch mit ABC und dann warst du irgendwo bei den komischen Verschwörungstheorien. Und dagegen, glaube ich, geht YouTube teilweise vor, dass es eben nicht mehr diesen radikalisierenden Aspekt hat. Und ich glaube, dass TikTok da noch nicht so gut gegen vorgeht. Aber das ist einfach nur eine ganz subjektive Empfindung von mir. Ich habe das Gefühl, dass man sich auf TikTok eben aktuell, was solche Themen angeht, und wir reden jetzt nur von Verschwörungen, dass man sich da ein bisschen radikalisieren kann. Das wäre ja in dem Moment genau dann plötzlich einseitig. Warum sehen wir auf TikTok plötzlich so viele Videos zu dem Willow Project, aber über das Projekt in Argentinien hört man nichts, weil es da plötzlich keinen interessiert? Ein ausschlaggebender Grund ist, es wird an dieser Stelle hier eben nicht objektiv berichtet, sondern sehr subjektiv, was hier eben vor allem auch mit emotionalem Frust zu tun hat. Das Willow Projekt kriegt gerade deswegen auch so viel Aufmerksamkeit, weil man dieses Wahlversprechen von Joe Biden hat und diese Gegenüberstellung zu dem, was er jetzt nun tut, was man dann eben medial super aufpushen kann. Und man hat hier eben auch diese Symboltiere, wie zum Beispiel den Eisbären, den man dann eben super an diese Videos reinarbeiten kann. Sowas gibt es dann in Argentinien vielleicht auch nicht vergleichbar. Aber vielleicht komme ich hier auch gerade nochmal zu einem zweiten Grund, warum wir gerade hier aus Deutschland ein bisschen aufpassen sollten, in welche Richtung wir so krass bashen wollen. ConocoPhillips produziert ausschließlich deswegen mehr Erdöl und Erdgas, weil die Nachfrage davon steigt. Die Frage ist, wer möchte denn jetzt gerade genau mehr Erdöl und Erdgas aus den USA? Vielleicht hier gerade mal kurz ein paar Einblendungen hintereinander. Deutsche Ölimporte aus den USA steigen um 76%. Deutschland bezieht immer mehr Öl aus USA. Europas Rausch, Amerikas Kater. USA sichern Europa offenbar umfassende Und das ist natürlich jetzt nicht, weil wir deutsche Bürger das unbedingt wollen, sondern weil wir eben kein Öl aus Russland bekommen. Oder mehr bekommen wollen, sagen wir es eher so. Gaslieferung zu. Wie Europas LNG-Nachfrage den Fracking-Boom in den USA antreibt. Der Punkt ist, die deutschen Medien und Journalisten sehen hier den Widerspruch und Influencer leider eben einfach nicht. Wir können nicht auf der einen Seite nach Erdöl aus den USA betteln und gleichzeitig Videos aus unseren beheizten Wohnungen drehen. Nicer Seitenhieb. Indem wir die USA dafür kritisieren, dass sie unter anderem für uns mehr produzieren. Ja, das ist schon ein bisschen wahr. Also ich muss sagen, wie gesagt, man kann es jetzt nicht so auf die Einzelperson runterbrechen, weil wir wissen jetzt nicht, was diese Influencer, also erstens sind Einzelpersonen eh nie zu 100% für irgendwas verantwortlich und vielleicht sind die sich auch dem total bewusst. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ironisch witzig. Fakt ist, wir müssen so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen. Dadurch würden wir unseren Bedarf an Erdöl und Erdgasen drastisch senken. Und dann sind wir natürlich auch nicht mal an solchen Projekten schuld. Aber möglicherweise gibt es dann solche Projekte auch nicht. Jetzt ist Deutschland natürlich nicht der eine ausschlaggebende Grund gewesen. Aber ich will euch nur klar machen, wir sitzen ganz klar im Glaskasten. Und wenn wir solche Videos drehen, was ich super gut finde, weil es wichtig ist, auf diese Klimaprobleme aufmerksam zu machen, aber dann sollte es nicht der Fingerzeig sein und Joe Biden und die USA und die deutschen Medien alle... Aber das kommt halt nicht so gut an auf TikTok, ich sag's euch. Was ist los mit denen, machen unsere Welt kaputt? Sondern nein, das geht bei uns zu Hause los. Früher die Heizungen ausstellen, auf die Öffis umsteigen. So, und jetzt kommen wir gerade zum Schluss auf... Das finde ich aber schwierig, das finde ich schwierig, das will ich nochmal sagen, weil hier ist auch gerade jemand in den Chat geschrieben hat, genauso wie bei Fridays for Future, da sind Leute mit dem SUV zu den Demos gefahren. Ich will trotzdem nochmal sagen, die Einzelperson ist nicht verantwortlich. Menschen, die mit einem SUV zur Klimademo fahren, sind für mich sinnvollere Akteure im Kampf gegen den Klimawandel als Menschen, die nichts machen. Weil am Ende macht es den
nicht wirklich fett, ob die eine Person jetzt mit dem SUV fährt oder nicht, sondern am Ende macht den Kohl fett, was die Großkonzerne und Politiker für Entscheidungen treffen. Und es ist ganz wichtig, nicht immer die Einzelperson zu bashen und zu checken, dass genau das, nämlich das ist, was die Konzerne wollen. Die wollen, dass man sich so in die Haare kriegt. Also da sitzt jetzt kein Bösewicht und sagt, ich will, dass ihr euch alle streitet. Aber das spielt denen in die Karten, wenn man sich den schwarzen Peter immer gegenseitig zuschiebt und nicht sagt, ey, ihr seid das Problem. Ne? Also das will ich auch nochmal ganz deutlich an der Stelle betonen. Auch zu einem dritten und sehr, sehr wichtigen Aspekt. Es ist tatsächlich auch so, dass das Willow Project ein ganz klein bisschen in den sozialen Medien überdramatisiert wird. Ich blende dazu mal eine ganz kurze Videosequenz ein, die mir sehr oft zugeschickt wurde. Ecosystems gone. Global warming unstoppable. Animals being wiped out at an uncontrollable pace. Wäre dieses Projekt jetzt tatsächlich eine so riesige Katastrophe, so wie es dort dargestellt ist, und würde das für uns alle, also für die gesamte Menschheit, das Game Over bedeuten, also könnte man das anhand dieses Projekts quasi direkt nachweisen, dann kann ich euch versprechen, würden die Medien mehr darüber berichten, dann kann ich euch auch versprechen, würde dieses Projekt in dieser Form auch nicht zustande kommen. Man kann es sich nicht so einfach machen, das einfach so sagen. Um das mal ganz kurz für euch in Relation zu setzen. Der CO2-Ausstoß durch dieses Projekt über die 30 Jahre ist geringer als der CO2-Verbrauch von Deutschland in einem halben Jahr. Wir Deutschen verursachen in einem Jahr 2,5 mal so viel CO2 wie eben das gesamte Willow-Projekt. Das Willow-Projekt alleine ist also nicht ausschlaggebend für die Klimakatastrophe und führt auch nicht ausschlaggebend und alleine zur Klimakrise. Deshalb ist es für die Deutschen... Das ist halt ein Problem von vielen. Medien eben nicht ganz so drastisch, wie es eben für manche TikToker ist, um jetzt eben alle Menschen in Panik und Existenzängste zu versetzen. Was passiert ist, wenn ich mir meine DMs angucke und mir Leute wirklich Dinge geschrieben haben und ich mir die Kommentare durchlese, wie jetzt lohnt es sich ja wirklich nicht mehr Kinder zu kriegen, warum darf Joe Biden über etwas entscheiden, was ihn gar nicht mehr betrifft? Klar, da ist natürlich immer was dran, aber ganz viele haben Rest in Peace geschrieben und so weiter und so fort. Fakt ist, und ich möchte das hier an dieser Stelle natürlich auch nicht relativieren, durch das Projekt werden auf jeden Fall eine ganze Menge Treibhausgase ausgestoßen. Und ich habe eben auch ausführlich über die Risiken und die Gefahren dieses Projekts gesprochen. Wichtig ist aber auch zu wissen, dieses Projekt ist leider nur eines von ganz vielen Aspekten, die zum Klimawandel führen und auch nur eines von vielen solcher Projekte. Also kommen wir gerade mal ganz kurz zu einem Fazit. Das Willow-Projekt zeigt uns sehr schön, dass man erstmal nicht allen Politikern Glauben schenken sollte. Das ist einfach Fakt. Und ich glaube vielleicht sogar auch, dass es als Politiker gar nicht so einfach ist, all seine Wahlversprechen wirklich einzuhalten. Das stimmt natürlich auch, muss man auch eindeutig dazu sagen. Wichtig ist hier aber auch, dass man vor allem sehen kann, dass Geld aktuell immer noch über dem Klima steht. Solange sich für solche Projekte und gegen das Klima entschieden wird, haben wir ein großes Problem. Es hat mir auch gezeigt, wie interessant Social Media funktionieren kann und wie diese viralen, polarisierenden Hits entstehen. Ich sehe auch natürlich einen positiven Effekt durch diese viralen Videos und ich möchte es an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Alles, was wir dazu tun können, damit wir weniger Treibhausgase erzeugen und so weiter, damit wir vor allem einfach den Klimawandel entschleunigen, ist gut. Und wenn es bedeutet, dass es solche Videos gibt, dann ist das in Ordnung. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem einordnen, es ist nicht so gravierend und ganz wichtig, und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, ganz zum Schluss. Lasst eure Köpfe verdammt nochmal nicht hängen, weil das bringt uns am allerwenigsten. Es bringt nichts, verbittert bei uns in unseren Zimmern zu sitzen und TikToks zu liken, wo es darum geht, dass wir alle in 30 Jahren nicht mehr leben werden, weil die Erde dann zu heiß ist und dass eh alles vorbei ist und alles scheiße ist und Joe Biden war alles schuld. Uns muss klar werden, dass wir handeln können, uns muss klar werden, dass wir die Zukunft in der Hand haben, unsere Generation, und dass wir auch noch die Chance dazu haben. Das, was jetzt in den USA passiert und an vielen anderen Stellen der Welt, wird auch verursacht durch Deutschland. Wir haben Einfluss und ich glaube, es ist wichtig, in den nächsten Jahren den Einfluss richtig zu nutzen. Seid euch über den Klimawandel bewusst, erzählt davon natürlich auch anderen, aber macht euch nicht panisch, werdet... Diese Musik, episch. ...nicht zu pessimistisch, macht euch euer eigenes Leben nicht zur Hölle, weil das bringt gar nichts. Aus Pessimismus wird keine Innovation geboren und die brauchen wir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt sehr gerne einen Kommentar und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich auch sehr gerne teilen. Das war's das war gut. Von mir. Euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und bis bald wieder. Das war die Qualität, die ich auf YouTube gewohnt bin. Danke, Jonas, dass du den TikTokern die Stirn bietest. Differenziert, klar kommuniziert und auf den Punkt. Jetzt reicht es aber auch mit Lob. Nee, es war wirklich ein gutes Video.